Leute, was geht ab? Ich bin Elias. Und ich bin Jan. Und ihr seht hier der Lens TV und wir sehen hier den traurigen Blick auf die Tabelle. Unsere Blackie ist aktuell nur auf Platz 8. Noch immer sieglos. Es will einfach nicht funktionieren mit dem ersten Dreier. Zuletzt wieder ein Rückschlag mit der Niederlage gegen die Rieder. Noch dazu Danny Allah, allen voran noch verletzt. Deswegen müssen wir da wohl oder übel auch umstellen. Wir versuchen ja jetzt erstmal mit dem 4-4-2. Mit Jago und Dütici so im Zentrum und der nächste Gegner ist jetzt Alltag zu Hause. In der Realität ist Alltag ja auch ein harter Brocken. Wird sicher nicht einfach, aber es muss doch jetzt bitte irgendwann mal klappen mit dem Dreier. Immer wieder diese kleinen Konzentrationsschwächen, ich will jetzt keinen Namen nennen, Jan. Aber natürlich, nein, Spaß haben wir uns selber zuzuschreiben, dass es eben punktemäßig noch nicht so läuft. Aber die Saison ist noch lang genug, das kann sich alles noch zum Guten wenden und die nächste Chance, die gibt es eben jetzt demnächst gegen die Vorarlberger. Und ganz nebenbei wird auch Simon Piesinger, für den wir einfach keine Verwendung haben, auf die Transferliste gesetzt. In dem Fall, in dem Sinn, viel Spaß. Und los geht's! Der SK Sturm trifft auf den SCR Alltag. Ja, Sturm von links nach rechts. Hoffentlich klappt es besser als die letzten Spiele. Genau. Es ist ziemlich mies. Ja, okay. Wir waren meistens nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, aber die Ergebnisse, die sind eben dann am Ende des Tages auch, die zählen. Und jetzt, gute Chance, Mondschein. Ja, mach ihn, na! Und ja, das geht in der dritten Minute schon mal los. Ja, immer ein guter Start. So, jetzt die Ecke. Ball ist noch heiß. Okay. Jetzt Mondschein. Immer noch Mondschein und. Ja, ein Zwischenpucker dazwischen. Ja. Jetzt Freistoß für unsere Blackies. Und. Cenko! Sinan Bilici. So, jetzt Mondschein. Unsere Blackies. Ja, das ist Sascha Horvat. Wieder abgepackt. Aber jetzt, so, Lyko Giannis im Zweikampf, immer noch unser Grieche. Lyko, das ist ein Foul, das ist ein Elfmeter! Elfmeter für Sturm! Elfmeter für Sturm! Geil. 30. Minute. Ja. Lyko Giannis. Jetzt die Chance aufs 1-0. Hoffer gegen Luxe. Jimmy Hoffer. Und, nein! So, jetzt Lyko Giannis am Ball. Schon wieder mal. Schön. Und Mondschein. Komm, jetzt aber. Christoph Mondschein. Mondschein im 1 gegen 1. Schieß. Und wieder zum Zentrum. Nein. Der Scheißball will nicht ins Tor. So, jetzt die Ecke. Und wir sind noch dabei. Verfluchter Luxe da. So, die 45. Spielminute läuft. Spendlaufer, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, und über rechts ist es Christian Douglas. Wir laufen in der Mitte. Genau, ja, Hofer, mach ihn. Nein! Es geht einfach nichts. Er will einfach nicht rein, der Ball. Und die Chips danach aus. Wunderbar. So, die zweite Hälfte hat begonnen und die Altacher erstmal im Ballbesitz. Ja, nach der ersten Hälfte, die wirklich einfach bitterer hätte nicht laufen können im Grunde, ja, können wir uns eben da nur drauf eben jetzt verständigen, in Durchgang 2 endlich das Tor zu machen. Was? Die Altacher jetzt gefährlich vom Tor sind, nein! Und natürlich ist es wieder soweit. 0-1, wunderbar, mit der ersten Chance macht Altach das Tor. Wir verschießen einen Elfmeter. Ja, was ist ein Baguette? Wahrscheinlich irgendeine italienische Pasta aus der dritten italienischen Liga, die es in FIFA gar nicht gibt, wohlgemerkt. Und der nächste Anlauf, das ist jetzt Jago. Der spielt auf Sinan Bilici. Und links ist natürlich wieder Mondschein, der ist überall auf dem Feld zu sehen. Ist noch 100%. Ein Wahnsinn, jetzt Mondschein, du kommst so leicht durch mit ihm, Mondschein. Jetzt der Pass. Bilici, scheitert. Und jetzt da. Und weiter geht's in diesem Barcelona-Spiel hier. Wunderbar hier, hoffe auf Bütici, Sinan Bütici. Wie gegen Ried. Und wieder der Scheiß. Was? Was ist mit du? Aber jetzt ist in England vielleicht zusammengeflogen. Lächerlich schon wieder. Brockovic. Und
Schon wieder die Eintracht. Wir tun uns so schwer im zweiten Durchgang. Aber jetzt sagt man da. Bitte, G. Mondschein, das steht schon wieder. Es geht so langsam. Ja. Da es kommt keiner nach. Das geht die ganze zweite Hälfte so. Fehlpass ist ja klar. Ehrlich, ich ärgere mich schon gar nicht mehr drüber. Es ist eigentlich nur mehr. Es ist nur mehr Zach und tut weh. Da die Eintracht. Ganz aber spielerisch geht da alles. Klar, und das ist das zweite. Ja, sicher. Ja, was soll's. Kleines. So. Ich, wie gesagt, ich habe mich da schon abgefunden damit. Das. Nein. So, und jetzt ist es Gewissheit. Vierte Niederlage im fünften Spiel. Sagen wir, wie es ist. Wir sind scheiße. Es. Nein, also mich würde es nicht wundern, wenn der Vorstand sagt, auf Wiederschauen. Der nächste Gegner ist übrigens Rapid, also jetzt, was soll ich sagen? Besser wird es nicht mehr. Tschüss. Servus.